der Wollo und da ist er dran. Mann, 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 so gerade eben noch gehakt hier. Action an der Yama auf Pose. Gerade eben noch die Position hier, den Spot ein wenig geändert. So ein bisschen nach meinen Verhältnissen sozusagen angepasst. Und jetzt läuft es auf einmal noch viel besser. Und noch ein Ogui. Sauber. Also, gerade noch mit dem Big Kauli geschrieben und er meinte, Alten, ja hier, da ziehe ich sie raus, die Borken, und da läuft es. Und ich habe es gerade probiert und was soll ich sagen, es war so lala. Aber wir sind ja auch unterschiedlich rangegangen. Big Kauli stand gerade hier schön mit der Stippe, hat mir gesagt, alles klar, hat mir das schön detailliert auch gezeigt im Discord. Zack, 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 hier gestanden, dahin geworfen und so weiter. Hat für mich nicht so funktioniert, weil ich nicht mit der Stippe hier stehe, sondern mit den Matchruten. Aber den eigentlichen Punkt oder den eigentlichen Spot und wo was funktioniert, den habe ich mit seiner Hilfe jetzt auch rausgekriegt und wo ein bisschen was geht. Und das ist quasi diese Area hier zwischen, also von hier, zwischen hier und den Steinen da hinten. Also diese Area, dieser Bereich hier vorne, das ist das, was interessant ist. Er stand gerade genau auf der anderen Seite, also hier drüben, und hat dann mit der Stippe quasi immer hier hochgeworfen, was ja für ihn, für die Stippe auch sehr praktisch ist und sie sich quasi so entgegentreiben lassen und dann gib ihm. Das heißt, er hat ja eine schön lange Zeit. Hier mit der Match ist es eher uncool, weil ich dann die ganze Zeit so wahnsinnig viel Schnur drauf im Wasser habe und der Anschlag viel zu spät kommt. Und da hatte ich jetzt mehrfach jetzt gerade so ein paar, naja, viel Haker oder Misshaker oder einfach nicht richtig, einfach nicht gehakt. Und dann muss man halt was tun. Also wenn irgendwie etwas nicht so klappt, wie es soll, aber grundsätzlich geht da vielleicht schon was. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was gefangen hier. Aber es muss halt ein bisschen besser gehen. Dann muss man eben umdenken und einfach für sein Setup das Richtige finden. Einfach mit einer etwas anderen Methode es ausprobieren. Ich bin jetzt hier gerade mit 50 cm Tiefe unterwegs. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie tief der Big Kauli gerade unterwegs war. Ich vermute auch nicht so wahnsinnig tief. Ab den Steinen da hinten wird es super flach. Und da muss man dann tatsächlich aufpassen. Aber hier mit den 50 cm Tiefe, die letzten Brocken, das passte hier schon mal ganz gut. Das ist gar nicht so verkehrt. Und jetzt heißt es dann natürlich auch wieder Köder testen, Köder testen, Köder testen und auch nochmal ein bisschen Haken testen. Der Big Kauli war jetzt hier gerade unterwegs, relativ klein, mit einem 9er Haken. Und weißt du was, ich mache nochmal ein Setup tatsächlich auch so klein. Und eins lassen wir mal groß. Ich nehme auch mal den 9er Haken. Nehme aber hier gerade mal diese Kombination, denn darauf wurden zuletzt auch, hatte ich jetzt gerade noch gesehen, in den Rekorden eine Super Trophy gefangen. Super Trophy. Ugui. Ugui, Alten. Und da ist er schon wieder drin, der Big Kauli. Schön in den Stipprekorde. Da gibt er Gas. Jawollo. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also ich bin nicht mit der Stippe unterwegs. Ich habe hier halt Bock mit der Matchrute. Schön entspannt mit der Pose. Macht mega Bock. Geht auch richtig gut. Ich hatte zwischendurch schon probiert, gerade eben auch mit der Spinning-Route. Man kann sich hier auch wirklich gut mit dem Spinner hinstellen. Gucken wir uns gleich zum Ende nochmal kurz an. Wenn du nicht Bock hast hier auf Match oder sowas oder auf Posenangeln allgemein, dann gleich einfach auf Spinner. Funktioniert auch. So, jetzt haben wir wieder ein ganz anderes Szenario. Alter, jedes Mal, ne? Die Wetterwechsel an der Yama, ne? Die machen einen so fertig, ne? Die machen einen so dermaßen fertig. Da läuft das mal 10 Minuten, auf einmal hast du wieder ein anderes Wetter und auf einmal musst du wieder andere Köder wählen und so weiter. Das ist die große Challenge an der Yama. Kannst du dir nicht ausdenken. Also wirklich. Warte mal, jetzt werfen wir mal ein bisschen weiter nochmal raus. Da vorne zu den Büschen übrigens. Zack. Da vorne zu den Büschen. Und jetzt, wie gesagt, schön flussabwärts treiben lassen. 50 cm Tiefe und gib ihm. So, das Ganze machen wir jetzt hier vorne auch. Mit dem Setup. Schnur ein bisschen straff.
schreiben lassen. Kurzer Blick auf das andere Set. Wir haben hier Steinfliegenlarve und Grashüpfer. Läuft auch zurzeit richtig gut. Immer wieder schöne Brocken damit in den Rekorden. Allerdings etwas größere Fische auch in den Rekorden. Und deswegen hätte ich da doch ganz, siehst du, zack und Biss, hätte ich da doch auch ganz gerne mal so einen 6er Haken mit. Das wäre ganz nice. Und jetzt hier für diesen kleineren, also für den Ugui, den hätte ich doch dann ganz gerne, oder dafür habe ich jetzt dann den kleineren Haken, wobei auch da ganz, ganz, ganz wild und an alles Mögliche reingeht. Also ich habe hier schon mal mit einem 16er Haken auch gestanden, das hat auch super funktioniert. Man kann hier relativ klein reingehen und dadurch echt die Frequenz erhöhen, das ist gar nicht so verkehrt. Deswegen immer hier direkt mit 4er, 1er Haken, so ganz groß muss es nicht sein. Wie gesagt, also der 6er Haken ist immer so ein bisschen underrated, der tendiert eher so in Richtung zu den kleineren und ab den 4er sind es dann wirklich die etwas mittelgroßen Fische und größeren Fische und 1er und so dann sowieso. Aber bis zum 6er ist es wirklich so, dass die noch relativ klein sind, die Fische, die reingehen. Ich mache mal nochmal ein bisschen höher, wobei es wird gerade kühler. Wir hatten gerade noch 18 Grad, jetzt haben wir 17 Grad. Probieren wir es mal aus. Das ist ja mal die große Challenge. Bei welchen Temperaturen befinden sich die Fische in welchen Höhen? Gerade beim Posenangeln immer super wichtig, dass man das rumprobiert, ausprobiert, wie sich das verhält, wo die Fische gerade Lust drauf haben. Sind die eher ufernah, sind die eher weiter hinten? Also sind sie im tieferen oder im flacheren Bereich unterwegs? Das ist halt immer super wichtig. Ja, jetzt wäre natürlich nochmal nice, ein bisschen auf Ugui, denn es gibt noch einen Kaffeeauftrag mit dem Ugui, da geht der nächste rein. Und bevor es gleich dunkel wird, da ist da wieder was dran. Okay, hier gehen gerade nur Eschen drauf und der hat nicht gehakt. Hier gehen gerade nur Eschen drauf, das war gerade mit dem Grashüpfer. Und bevor ich jetzt auswerfe, gehe ich nochmal schnell auf die Ultralight, denn auch da drauf geht das mit dem Ugui. Hiermit wurden auch schon, Alter, okay, viel zu großer Haken. Hiermit wurden auch schon die Trophies gefangen. Hashtag 1, schnell raus, wo ist er? Da, zack, anderer Haken drauf. Da reicht mir ein Puschel als 1er. Oh, das ist schon zu groß. Da reicht mir der Puschel als 8er. Das ist passend. So, schnell raus wieder. Kriegen wir das noch hin? In der Abenddämmerung und gib ihm. Okay, 21 Uhr schon, fast dunkel. Das wär's natürlich, ne? Ja, im Idealfall morgens ab 4 Uhr. Jawohl, geht direkt was rein. Morgens ab 4 Uhr hier, ab zur Yama. 4 Uhr starten, 4 Uhr am Spot sein. Ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit ist hier schon getestet und probiert. Die erste Zeit aber tatsächlich auch fast so ein bisschen vertrödelt, eben hier von der anderen Seite. Viel zu viele Fehlbisse mit dabei gewesen. Das war natürlich nicht so nice. Was aber wirklich gut war, und das hat gerade schon super funktioniert, hier in diesem Bereich, da hinten zu diesem Busch, genau, einfach hinwerfen beim Spinning. Also wenn du Bock hast auf Spinning, hier in dem Bereich hinwerfen, locker einkurbeln, 16, 17er Tempo, relativ lockeres, langsames Einkurbeln, schön gegen die Strömung. Dadurch, dass wir hier gegen die Strömung kurbeln, zack, haben wir, oh guck mal hier, Alter, schön das Krissel wieder, haben wir hier immer wieder Action auch auf dem Spinner. Also der Spinner dreht sich richtig gut, weil er eben gegen die Strömung spinnt. Und deswegen lohnt sich das immer hier ganz gut auch einfach dagegen. Alter, noch besser. Die habe ich schon lange gesucht. Mongolische Rotfeder. Jawollo. 845 Gramm. Sehr schön. Ich werfe direkt nochmal aus und direkt nochmal testen, ob wir das Teil nicht nochmal kriegen. Alter, das wäre ja ein Traum, ne? Mongolische Rotfeder. Die ging auch zuletzt auf dem selbstgemachten schwarzen Spinner, der handgemachte, selbstgebaute Spinner in Schwarz. Hat auch funktioniert. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter werfen müssen. Das war schon ein bisschen knapp. Ja, aber so und so ähnlich werde ich es jetzt gleich weitermachen. Das quasi nur ein kleiner Sneak Peek. Meine Tests jetzt gerade wieder hier an der Yama. Denn man muss ja irgendwann eben hier auch auf die seltenen Brocken gehen, ne? Und zack, komm, einer machen wir noch.
Wir haben noch nicht 23 Uhr, vielleicht geht noch was rein. Schön weit rauswerfen. Übrigens, ah, zack, bis. Auch super machbar hier halt mit dem Belaya-Setup. Belaya-Setup, gar kein Problem, die Köder so weit damit rauszuwerfen. Also gib ihm einfach raus damit. Billigstes Setup, das muss nicht ultralight sein. Man kann hier einfach, wie gesagt, mit einem günstigen, was kostet knappe 1000 Silber das Setup, kann man hier ordentlich rausziehen. Okay, den wollen wir nicht. Letzter Versuch, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt schon gleich 23 Uhr. Und dann gucken wir nochmal schnell in den Kescher rein, was denn hier jetzt gerade so in der Tageszeit passiert ist. Wie gesagt, die ersten Phasen waren schwierig, weil gegen die Strömung viel zu viel Schnur auf dem Wasser. Also mit der Stippe bestimmt eine gute Sache, kann man bestimmt richtig gut machen. Übrigens war der Big Cowdy relativ dick unterwegs hier mit 22 Kilo Fluorocarbon. Das ist schon mal ein Statement. Also ziemlich dickes Setup auf der Stippe. Ja, ich glaube, das war's. Und es hat trotzdem funktioniert und das mit vielen unterschiedlichsten Fischen hier an der Stelle. Also, wenn du Bock hast mit der Stippe, hier hinstellen zu den Büschen. Wenn du Bock hast auf Spinning, hier hinstellen und da drüben zu dem einen Busch, locker, so leicht gegen die Strömung. Und wenn du Bock hast auf Match bzw. Bollo, dann einfach von hier aus und dann mit der Strömung runtergehen lassen. Und dann hat man immer eine schön, oder die Schnur quasi immer auf Spannung. Und sobald da was runtergeht, zack, direkt den Anschlag setzen. Und dann passt das Ganze. So sieht das jetzt gerade aus hier, 38 Minuten. Ja, also da hätte ein bisschen mehr gehen können. Ich gucke trotzdem mal schnell rein. Konnte ich den Kaffeeauftrag machen? Ugui, 2x200 Gramm, das ist mir wichtig. Zack, zack, 88 Silber, die nehmen wir natürlich schnell mit. Die Esche, da fange ich gleich noch eine, easy. Und den haben wir noch nicht. Saugdöbel ist einer reingegangen, knapp untermaßig. Der war relativ zu Anfang hier. Oh ne, deutlich untermaßig. Auf Eintagsfliege und Köcherfliege. Und hier unten der Maso auch. Eintagsfliege und Köcherfliege. Habe ich am Anfang probiert, aber das war ein bisschen zu wenig Ertrag. Ja, und dann hier oben, wie gesagt, alles schön. Auch die mongolische ist gerade beim Spinning. Ugui hier, Köcherfliegenlarve, Steinfliegenlarve. Das ist, glaube ich, eine Kombi, die ganz gut funktioniert. In Gänze sind wir jetzt hier preislich, naja, bei 200 noch was. Plus Kaffee, 300 Tanken. Wie gesagt, es geht mehr. Aber man muss ja auch immer erst ein bisschen testen und probieren. Und wenn das jetzt so weitergeht, bin ich auch super zufrieden. Daumen da lassen, wenn du zufrieden bist, Kanal abonnieren, dann bin ich wiederum zufrieden. Petri Hümmels, bis zum nächsten Mal und zieht raus die Brocken, ob mit Pose oder Spinning, klappt alles.